Liebe Gastronomen, liebe Freundinnen und Freunde der Gastronomie, in diesem Jahr voller Herausforderungen haben wir vom kirchlichen Dienst im Gastgewerbe uns etwas Besonderes ausgedacht. Weil der jährliche Weihnachtsgottesdienst diesem Jahr nicht stattfinden kann, kommen wir mit dieser Videoandacht zu Ihnen. Ob Sie nun zu Hause zuschauen oder im Betrieb, lassen Sie sich mit hineinnehmen in diese Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte vom Kind in der Krippe und was sie für uns heute bedeutet. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Für uns Gastronomen ist es unser tägliches Geschäft. Die Gäste kommen und wir empfangen sie. Wer kommt, ist immer eine Überraschung. Wir wissen es vorher nicht. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Wir stellen uns auf die Gäste ein, sind offen, erwartungsvoll, sind freundlich, immer mit einem Lächeln, und das ist für uns Gastfreundschaft. Die Hirten sind völlig überrascht von der Botschaft des Engels. Der Heiland der Welt ist geboren und sie sind die Ersten, die ihn als Gast auf dieser Erde begrüßen sollen. Nicht irgendwelche Prominenten oder VIPs, sondern sie, die Hirten, einfache und ganz normale Leute. Auch Maria und Josef sind überrascht, als plötzlich Gäste bei ihnen ankommen und in ihrem Stall stehen. Was sie wohl erwarten? Sie sind einander fremd gewesen bisher. Doch sie sind freundlich und mit großer Achtung aufeinander zugegangen. Auch wenn sie noch gar nicht richtig wissen, was die Ankunft des Heilandes in der Welt für sie bedeutet. Es ist eine unglaubliche Botschaft, die Botschaft von Weihnachten. Gott selbst kommt zu uns Menschen, in unsere Welt, in unser Leben. In einen Stall, zu den Hirten, mitten hinein in den Alltag, wo nicht alles immer nur glänzt und gut läuft, sondern wo auch mal etwas schief geht. Und Gott macht das, weil wir ihm etwas wert sind. Jeder von uns ist für ihn wichtig, ob wir nun Hirten sind oder Gastronomen oder was auch immer. Wie es die Engel sagten, wir sind Menschen seines Wohlgefallens. Wir gefallen Gott, er mag uns. Deshalb ist der Heiland geboren, für uns alle.
was diese Botschaft für mich als Gastronomin bedeutet. Es ist der Zuspruch, dass Gott mich annimmt mit meinen Stärken und meinen Schwächen und mich als wertvoll ersieht, egal wie ich bin. Und wegen dem ist mein Platz hier als Gastgeberin, wo ich auch mit unseren Gästen und unseren Mitarbeitern einfach die Botschaft weitergeben kann, ihr seid wertvoll für Gott und wegen dem seid ihr auch wertvoll für mich und für alle anderen. Und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, aber es ist eine schöne Herausforderung und jedes Jahr an Weihnachten erinnere ich mich dran. Wir vom kirchlichen Dienst im Gastgewerbe wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und angesichts der Herausforderungen, die auf Sie zukommen, ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Und der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.